Servus aus Dahlem-Mädels und herzlich willkommen zu einer Fashion-Inspo aus unserem Online-Shop. Und zwar, ich habe euch ja versprochen, wir bekommen neue Jeans, denn die letzte Jeans, ich habe wirklich gedacht, ich habe genug da, aber die ist ratzfatz weg. Habe heute also auch schon den ersten neuen Look für euch an und ja, ich starte dann auch gleich. Und zwar komme ich gleich als erstes zu der Jeans. Das ist wieder eine schöne Skinny-Jeans. Und dieses Mal habt ihr hier nur einen Knopf und Reißverschluss. Meistens habe ich es ja mit Knöpfe, aber viele lieben es trotzdem einfach auch mit einem Reißverschluss. Die Hose fällt ziemlich größengetreu aus, kann ich euch sagen. Ich habe jetzt hier die L an. Ihr wisst ja, ich nehme es ja gern. Also ich gebe jetzt aber auch zu, die passt mir jetzt aber auch gut. Also Größe L ist meine Empfehlung auf jeden Fall für Größe 40 circa. Mega schöne Waschung, einfach super bequem, sehr stretchig. Und ich habe es jetzt hier mal umgekrempelt. Ich zeige euch mal, also es wäre normalerweise, ist das hier so die Länge. Also ihr könnt es praktisch entweder krempeln oder so drauf. Ich finde, das ist jetzt auch schön, die ist unten so eng. Die könnt ihr auch schon in eine Stiefelette reinstecken. Also sie ist nicht zu dick. Also ist also auch gleich mal wieder eine tolle Hose von uns. Dazu kombiniert habe ich eine neue Musselinbluse aus unserem Online-Shop. Und zwar ist es ein wirklich tolles Blüschen. Und zwar ist es dieses Mal eine kurze Variante. Finde ich also auch sehr schön. Also hinten, finde ich, hat es jetzt eine normale Länge, hat kurze Ärmel. Aber das Tolle ist jetzt, gerade wenn man jetzt einen Sommerrock anhat oder einfach so einen Gürtel schönen hat, den man sehen lassen möchte, dann hat man da vorne immer die große Bluse zum Verstauen. Finde ich also super schön hier einfach mit dieser kurzen Variante. Ihr könnt es natürlich auch wieder offen als Jäckchen tragen, ist also auch sehr schön. Und dieses tolle Teil habe ich auf jeden Fall nicht nur im Khaki, sondern in verschiedenen Farben. Ja, und die Größe ist vielleicht auch noch spannend. Ich empfehle sie auf jeden Fall bis zu einer guten Größe 42. Natürlich nicht zu vergessen, unser einfach klasse Schmuck. Ich habe jetzt hier heute schon eins von den neuen Modellen um. Und ich muss euch sagen, ich bin überrascht. Ich glaube, es sind schon ein, zwei Modelle wieder ausverkauft. Also ich habe die ja wirklich erst gestern oder vorgestern. Gestern haben sie online gestellt. Es ist wirklich eine hochpreisige Geschichte, das gebe ich ehrlich zu. Aber es ist einfach wunderschöner Schmuck hier mit diesen türkisen und rosanen, also das ist die Kette Trinidad und hier mit diesem schönen Lotus-Anhänger. Es ist also eine wirklich traumhaft schöne Kette und die wird auf jeden Fall in unserem Sortiment bleiben. Und die Artikel, die aktuell schon wieder ausverkauft sind, die sind auf jeden Fall schon wieder nachbestellt. Ja, dann habe ich die nächste Bluse angezogen, die zeige ich euch jetzt noch. Und zwar in diesem wunderschönen, ja so ein Rosenholz. Ist also eine ganz tolle Farbe, geht also auch schon ein bisschen so in Spätsommer. Und hierzu habe ich kombiniert unsere Indian Summer Kette, also die müsst ihr euch auch mal geben. Ganz toll hier mit Orange, das sind also wirklich schon so schöne Spätsommer, Indian Summer Farben. Und die habe ich jetzt auf jeden Fall in zwei Farben mit diesem kleinen Lotus-Anhänger. Und zwar in Silber und in Gold. Hier ja an unsere Fans, also ich weiß ja, wir haben ja mittlerweile ganz viele Fans. Wenn ihr natürlich schon solche Ketten habt und ihr wollt einfach mal einen anderen Anhänger oder einfach mal eine Kette anders zu euren Anhängern, ich biete sie euch immer normalerweise im Ganzen an, denn ich möchte es euch ja zeigen und ich gehe da nicht mit den Anhängern oder den Ketten. Aber wenn ihr da Interesse habt und sagt, ich habe jetzt schon drei Ketten zu Hause, ich möchte einfach jetzt zum Beispiel nur diesen kleinen Anhänger. Wenn ihr an solchen Sachen interessiert seid, schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht. Wir nehmen also solche Wünsche immer gern an und ich kann es euch dann auf jeden Fall, können wir da auf jeden Fall euch entgegenkommen und das nächste Mal zum Beispiel eben nur den Anhänger oder nur die Kette mit zu bestellen. Also nur damit ihr das am Rande wisst, wobei ich natürlich euch auch gerne einfach die Komplettkombinationen verkaufe. Aber wie gesagt, es ist für mich einfacher hier, aber wenn ihr sagt und meine Fans, die guten Kunden, das machen wir auf jeden Fall gerne, dass wir euch einfach einen Anhänger oder eine Kette mit besorgen. Viele wissen das schon, denn die haben das schon bei uns so gemacht. Ja, jetzt habe ich viel über die Kette erzählt. Wie gesagt, die tolle Bluse in der Farbe. Ich zeige euch jetzt einfach nur noch kurz die Farben. Und zwar habe ich das in einem schönen Beige-Ton. Dieses Mal auch für alle Schwarz-Ladies. In einem Grauton noch, also wer das gerne in Grau mag und dann auch noch so ein Fango-Ton. Ihr seht, das sind also super schöne Farben. Passt natürlich auch schön zu einer weißen Hose, nicht nur zu Jeans. Könnt ihr also einfach auch vielseitig kombinieren.
Ich zeige euch jetzt einfach trotzdem diese Bluse noch. Also erstens mal wegen der Bluse und zweitens natürlich auch wegen dieser Kette. Und zwar, die ist auch neu bei uns im Shop. Und zwar ist die auch hier ganz besonders gemacht. Hier habt ihr auf der einen Seite habt ihr hochwertige Süßwasserperlen und auf der anderen Seite habt ihr so gemischte, ja zum Teil so Edelsteine. Wir schreiben euch ja immer in die Beschreibung, also wir bemühen uns, euch das genau zu beschreiben. Und hier habt ihr einen schönen Anhänger und zwar Lucky. Der ist ja auch so schön rund und mit Silberdesign und in der Mitte so kleine Perle. Es also gibt es auch in verschiedenen Farben. Und das Ganze bekomme ich auch noch in Gold, aber das ist noch in Produktion. Also ihr wisst ja, wir sind einfach verliebt in diesen Schmuck und wir haben festgestellt, ihr mittlerweile auch. Ich wollte euch also nur auf dieses tolle Stück nicht vorenthalten. Als nächstes habe ich auch wieder ein schönes, zeitloses Outfit für euch. Und zwar habe ich jetzt auch wieder eine neue Jeans an, die erkläre ich euch dann im Anschluss. Und habe jetzt hier auch wieder eine unserer tollen neuen Ketten dazu gewählt. Hier mit diesen schönen cremefarbenen Akazieholzperlen. Und hier habt ihr jetzt diesen schönen Lotus-Anhänger in diesem Sahara-Design. Finde ich also sehr schön, gerade wenn ihr Naturfarben liebt. Und es ist alles handmade with love, der ganze Schmuck. Also das, ich kann euch immer nur wieder sagen, klar, wie gesagt, der Schmuck ist nicht ganz günstig und leider ist er auch nicht mehr bei unseren ganz großen Prozentaktionen mit dabei. Aber es sind halt Teile, die passen einfach immer und überall dazu. Und ich sage immer lieber dann ein, zwei, drei schöne Stücke, als wie Millionen, ja, ich sage jetzt mal, extrem billigen Schmuck. Also es kann jeder gerne, wie es mag, aber ich bin halt immer einfach der Typ, ich mag es dann lieber ein bisschen nachhaltig, ist das tolle Wort in der heutigen Zeit. Aber einfach, dass man es einfach toll kombinieren kann und das Ganze einfach ein bisschen edler macht. Ja, dann habe ich gleich auch wieder eine schöne Strickjacke aus unserem Shop für euch. Und zwar so ein bisschen so im Zopfmuster-Design. Und zwar habe ich die in diesem schönen Camelton und in einem Cremeton. Ist also auch ja, ein schönes, zeitloses Jäckchen. Und gerade jetzt hier zum Beispiel in diesem Camel passt es einfach überall schön dazu. Und kombiniert habe ich jetzt auf jeden Fall mit einer hellblauen Bluse. Und die Jacke, die passt euch bis zu einer kleinen Größe 42. Ja, wir haben natürlich absolute Bestseller und Basic-Artikel bei uns im Shop, die wir einfach gerne und immer wieder aufstocken. Und da gehört natürlich auch diese Bluse dazu. Und zwar ist es unsere Bluse Dots, glaube ich, heißt sie. Habt ihr so kleine, ja, so wunderschönes Muster, bisschen so verspielt. Die Bluse passt euch bis circa zu einer Größe 42. Ist eigentlich auch ein bisschen was fürs Office. Ihr könnt es auch sehr schön zu Jeans drauf oder einfach auch zu einer Buntfaltenhose. Und die Bluse habe ich auf jeden Fall noch in einem schönen Beige-Ton und in einem natürlich weiß, geht ja immer. Ich zeige es euch noch kurz. Also hier habe ich auf jeden Fall die weiße Variante, geht immer. Und diese Farbe ist auf jeden Fall hier mein absoluter Favorit, denn es ist einfach so ein wunderschöner Taub-Beige-Ton. Also die könnt ihr auch super kombinieren. Ja, dann komme ich zu der schönen Jeanshose. Und zwar ist es auch wieder eine tolle Basic-Hose für euch. In einer schönen dunklen Waschung hier auf jeden Fall. Ich zeige euch hier wieder, ihr habt hier die schöne Knopfleiste. Ist also wirklich wieder sehr hochwertig gemacht. Fällt auch wieder größengetreu aus. Hat schöne, tiefer gesetzte Taschen. Ihr könnt es auch wieder schön krempeln oder lang tragen. Auch diese Hose passt perfekt in Stiefeletten. Also wie gesagt, unsere Hosen, die meisten die kennen sie schon, die sind einfach immer top, super Passform, einfach super zum Waschen, anziehen, nicht bügeln, einfach fertig, einfach eine tolle Basic-Hose. Und hier zum Beispiel, jetzt gerade hier mit der weißen Bluse kombiniert, sieht es einfach ja, fast schon ein bisschen edel aus. Ja, als nächstes habe ich diese Bestsellerjacke für euch an und zwar, das ist definitiv meine Lieblingsjacke. Die habe ich auf jeden Fall auch wieder für euch aufgestockt und zwar hat sie hier diesen wunderschönen, dieses Zopfmuster-Design, ist auch ein bisschen Oversize gemacht, passt euch also bis zu einer guten Größe, 42, vielleicht sogar kleine 44. Ist also eine richtig schöne Kuscheljacke. Also ich kann euch sagen, bei uns geht draußen gerade die Welt unter. Ich hoffe nicht, dass das so bleibt, aber da kann man auf jeden Fall oft schon einfach ein Jäckchen vertragen. Und diese tolle Jacke gibt es auf jeden Fall auch noch in Khaki und in Grau.
Ja, Mädels, dann habe ich zum Abschluss noch was ganz was Tolles für euch, und zwar eine mega kuschelige Strickjacke. Ihr geht ja momentan voll ab auf unsere Strickjacken. Das freut uns wirklich riesig, denn wir haben diesmal wirklich produzieren lassen. Das machen wir ja eigentlich noch nicht so lange, dann müssen wir ja trotzdem auch immer größere Stückzahl nehmen. Und da bin ich also so happy, dass das so gut bei euch ankommt. Ja, und dann habe ich eben schon das nächste tolle Teil für euch. Und zwar ist es dieses Hammerteil. Hier habt ihr einen relativ geraden Ärmel ohne Bündchen. Und ich kann euch sagen, die ist sowas von flauschig und kuschelig. Hat jetzt eigentlich keinen Schnickschnack, aber ist einfach wunderschön. Passt euch also auch locker bis zu einer Größe 44. Hat auch eine schöne Länge, finde ich jetzt hier. Und ich habe es jetzt hier in diesem tollen Pink an. Und ich zeige euch jetzt, denn dieses tolle Teilchen gibt es auf jeden Fall auch noch in anderen Farben. Und zwar sind es jetzt auch noch ein bisschen so mehr so Spätsommerfarben. Wunderschön hier dieser Beige-Taubton. Dann habe ich hier ein zartes Hellblau. Also es ist wirklich ein wunderschönes Blau. Und natürlich den Klassiker habe ich jetzt hier zum Beispiel auch in Weiß. Also es ist einfach, ich zeige euch jetzt dann eine Farbe noch dran. Es ist einfach eine tolle Jacke und die Qualität und ist einfach mega. Bevor ich euch jetzt aber die anderen Jacken zeige, zeige ich euch natürlich als erstes noch heute die dritte Jeans, die ich habe für euch. Und zwar ist es auch wieder eine tolle Basic-Hose. Schon ein bisschen in dunkleren Blau, geht auf jeden Fall schon Richtung Herbst. Ich habe hier jetzt auch wieder mal einen Fussel. Auch wieder wunderschöne Stretch-Qualität. Seht ihr das? Sie hat auch so wunderschöne Knöpfe hier mit dem Herzchen. Also so ganz unterschiedliche Knöpfe. Die Größe ist auch wieder in etwa größengetreu. Ich trage jetzt hier auch wieder die L. Ich trage eigentlich immer die L, kann ich euch sagen, denn entweder ich schnür mich rein oder mir ist es einfach zu groß. Nee, beziehungsweise ihr wisst, ich mag es einfach immer ein bisschen lockerer. Und ich habe auch festgestellt, dass es ist nicht immer so, wenn ihr euch in eine Nummer kleiner reinpresst, dass es dann unbedingt schlanker aussieht. Denn wenn die Hose oft einfach locker sitzt und nicht überall, ja, ich habe ja auch meine Probleme, sondern wenn es dann überall so drüber kommt, ist es auch nicht immer vorteilhaft. Also ich greife, das ist mein persönlicher Tipp an euch, ich greife gerne auf eine Nummer, also in die größere Richtung, trage es dann lieber auch mal mit einem Gürtel, als wenn ich mich jetzt zum Beispiel einfach reinquetsche. Ich mag das einfach von Haus auf nicht, aber es ist jeder anders eingestellt und jeder kann es auch anders tragen. Aber ich möchte das nur sagen, dass ich also immer eher die Nummer größer anhabe. Ja, ich bin also wirklich schockverliebt, kann ich euch sagen, einfach in die Qualität dieser Jacken und habe jetzt hier diese schöne Taubbeige an. Ihr wisst ja, das ist meine Farbe. Habe es jetzt hier mit unserer bunten Kette kombiniert, denn ich finde, ein bisschen Farbe mag ich auch. Also es ist nicht so, dass ich alles bloß in meinem Beige habe, wobei es aber oft wirklich tatsächlich so ist. Aber gerade so im Schmuck oder in so Kleinigkeiten mag ich auch gern mal ein bisschen Farbe. Also es ist nicht so, dass ich immer nur im tristen Grau oder im tristen Beige rumlaufe. So Akzente mag ich einfach auch. Und wie gesagt, hier zum Beispiel, ja, jetzt fällt mir schon meine Arbeit aus der Hand. Wird Zeit, dass ich noch Feierabend mache wahrscheinlich. Ist einfach eine wunderschöne Jacke und ich liebe es auf jeden Fall jetzt schon. Ja, verabschieden tue ich mich in diesem schönen leichten Hellblau. Es ist so eine tolle Farbe. Ja, ich bin also wirklich hin und weg und gerade jetzt hier zu Jeans und auch jetzt hier wieder zu der schönen Kette mit den Perlen und den Glassteinen oder Edelsteinen. Ist es einfach ein toller Look. Also ihr seht, ich komme da gar nicht mehr hinterher. In dem Sinne, ich wünsche euch heute auf alle Fälle noch einen wunderschönen Tag, Mädels, und viel Spaß beim Shopping. Ja, es ist ein bisschen was für alle Tage gewesen, schon ein bisschen für kühlere Tage. Und auf jeden Fall, wir sehen uns und wir hören uns und wir freuen uns auf euch.